keine MP2. Ich will den Bleilaser. Laser? Bin wieder da. Willkommen zurück. Laser hätte ich jetzt nicht gesagt, Janne. Oder eher Laser, dann so wie bei Star Wars. Bei den Sturmtrupplern. Mhm. Verdammt, der war gut. Hier liegt ein MG. Hm. Noch ein 80-Gerät im Rucksack. Und er hat hier ein Toolkit. Bin da. Ich hab mir schon eins rausgenommen bei meinem 80. Ich mir das andere. Und das Medikit. Auch gut. Mir geht's auch gut. Ich habe keine Beschwerden. Oder soll ich mal husten? Wir sind in Jana sich vorhin nicht gemutet hätte, als sie niesen musste, da sind wir. Sind wir Stock? Gesundheit. Oh doch, hier waren wir vorhin. Das klingt ja wie Sinusitis. Ich hab ein Déjà-vu. Ja, da vorne ist, wir kommen jetzt aus der anderen Richtung. Da wo vorhin der polnische Escort war. Da vorne sind Infanteristen. Offensichtlich ist da hinten irgendwo ein Ziel. Jetzt nicht mehr. Oh, da ist der Party. Sie schießen auf uns! Nein, da kann ich nicht vor uns! Hinter! Schütze! Freshman noch umgefallen. Ich mal ins Haus gesteckt. Dankeschön. Bis ins Haus stecken und wieder beleben. MG-Schütze. Da bewegt sich was! Vor uns! 100! MG-Schütze! Schießen auf uns! Die ist links bei dem Schrein da. Ich hab sie schon eingesammelt. Wir werden beschossen! Haben wir denn schon ein Ziel oder? Also, wie hieß das? Karte. Wo wir sind? Ich hab eine noch. Hier vorne ist ein Schild. Zimmentok. Zimmentok. Mit C anfangen. Ein gespiegeltes S. Das ist ein S. Ah. Eben. Warte. Ich komm mal raus. Zurück in die Formation. Die St-
Straße geht denn nach Nordwest raus? Sinüstock hab ich, ja. Das müsste ganz im Norden sein, oder? Ach du ja, wir sind ganz oben links. Ja, und wir haben Fragezeichen bei Starisovo, Mister und Tanakos. Also von hier kann es eigentlich nur nach Südwesten gehen. Nee, Südosten. Ah! Mist. Ja, auf mich. Ich hab offensichtlich heute meinen Orientierungssinn im Wald gelassen. Verlaufen sich die Tiere links. Da bewegt sich was. Wahrscheinlich hat ihn das Mauswiesel gefressen, das mir begegnet ist. Hat mich mit seiner Niedlichkeit abgelenkt und mir dann klammheimlich den Orientierungssinn geklaut. So machen die das immer. Ein Fernglas, meins. Das hatte ich auch schon. Ich habe auch noch ein Fernglas und eine Karte in den LKW gelegt. Alles da unten aufgedeckt, nur im Süden. Nee, eins hast du auch oben bei Krasnostav aufgedeckt. Das ist. Ach, das ist doch bestimmt. Dann wollen wir da hin, dann kommen wir durch. Dann kommen wir durch die neuen Dinger. Das war dann. Okay. Du willst Novaya Petrovka anschauen? Ja. Dann gehen wir nach Osten. Stur nach Osten. Wir laufen, ihr fahrt. Muss eh für die Gesundheit mehr laufen. Keiner zu Hause. Hm? Wo ist mein Kadaver? Der müsste da vorne eigentlich. Ah, da, okay. Es ist nur ein Stück vom Zaun umgefallen, deswegen. Okay. Und meine Orientierung kompromittiert. Allein im Fahrzeug. Offensichtlich. Was? Wo? Oh, das war verzögert. Jetzt kam die Artillerie an. Ich gehe genau neben den Krater. Das war was Persönliches. Tatsächlich war der Einschlag bei meiner Leiche nicht der, der mich umgebracht hat. Wieder da. Der kam später. Ich will den LKW haben, ich gehe zurück zum anderen. Seid ihr noch hier? Quasi. Freshman wird grobflächig verteilt. Dann habe ich schon zusammengekehrt. Liebevoll mit dem Kehrblech. Rufel zum Tor. Ich habe hier geparkt und wisst ihr was? Ja, was ist los? Ich. Sonnenaufgang um 4:38 Uhr auch mal des Feindes. Das ist ein Zorn, ey. Vorne steht wer. Ach ja. Also jetzt ist es auf jeden Fall amüsant mit meiner Verbindung. Wenn du einfach quer durch Häuser fliegst und sowas. Ja. Das muss Rubberbanding. Ja, das ist schon kein Rubberbanding mehr. Es sieht wirklich aus wie Tiefflug. Und 70 Schütze. Müssen wir eigentlich das alle bekämpfen wegen den Intel.
War noch mehr im Haus. Feindfeuer! Feind erkannt! Hinter uns! 100. Oh Gott, das ist Scruffy! Ja, ich erschrecke mich auch mal, wenn ich ihn sehe. Ich hätte ihn halt beinahe eiskalt hinten geschossen, weil. Er ist in mein Schussfeld gelaufen. Unter Beschuss! Autschi! 75, Mann! Feindfeuer! Wir schießen auf uns! Hinter uns! Irgendwie ist die Tür verdeckt. Also 100 Mann oder so. Links 100 Panzerabwehr schützen. Eins deiner Leiche. Nee, hier. Nein, du liegst neben seiner Leiche. Ja, er ist ja wieder. Ach so. Wo ist denn am Bordstein hängen geblieben? Das war trotzdem knapper mit den Bremsen als neben dran. Ja, ich bin auch sofort gestoppt, als ich auf den Bordstein gefahren bin. Ich sehe die Waffe noch. Darf ich gleich über eins stylen? Danke. Jetzt fahren wir durch Novaya Petrovka. Hm. Da waren welche links. Das klingt wie so eine russische Tennisspielerin. Ich halte mal. Ja, nicht schlecht. Ring 75. Irgendwas. Unterfeuer. Drin. Kannst du was sehen? Ja. Ja, pass aber auf. Oh. Immer noch welche. Best und best. Ist halt hinter einem Zaun. Wow. Hab ihn. Ja. Aber ich lieg ja fast in Deck. Danke. Das war ein Jet. Ja, und wir schießen jetzt nicht weiter auf die, sondern gehen zurück zu den Autos. Ich bin hier weg. Ich wollte die flattern. Nix da. Wenn es Anti gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich weg gewesen. Der Jet hat zum Glück verfehlt. Heavy. Warum fahren wir weiter? Aber voraus, der eine da hat auch nicht ausgeladen. Ja. Oh shit, rechts von uns. Ich glaube rechts von uns jetzt. Schütze. Im Bamluking. Ja, es ist recht nah. Kommt gleich auf die Straße. Er ist keine Bandagen mehr gehabt. Rechts vor der Mauer. Und das ist los! Feindfeuer! Rechts. Wo kann ich jetzt immer hingehen? Oh, bei mir hakt's. Danke. Da rechts waren sie irgendwo. Ist es nicht. 200 Hubschrauber. Nur einer. Weiter. Da kommt was voraus gefahren. Oh, Freshman für dich. Sehr schön. Kannst du ihm noch einen geben? Mhm. Haus direkt mit weg. Feindbeschuss!
Das sind die Leute von rechts bei der Fabrik. Halte da in Deckung. Oder du fährst neben uns und baust darauf, dass du schnell genug rausgefahren kommst. Dann musst du so ein bisschen rechts vor uns halten. Dass der LKW jetzt Deckung funktioniert. Achso, du bist auch tot. Ja, ich übrigens auch, aber ich kann noch schießen. Faszinierend. Ich stell mich dann doch mal als Deckung. Jetzt nicht mehr schießen, bitte. Hast du den jetzt rausgezogen, wo du ausgestiegen bist? Ich hab den übrigens tatsächlich getroffen, auf den ich geschossen habe. Ausgezeichnet. Den Bug hatte ich auch schon mal. Einmal zumachen. Da standen welche drin. Kannst du da reinschießen? Hast du halt geladen? Wo? Links. Dann setz dich zurück. Ja, okay. Und weiter. Überholen. Einfach nur um den Tag zu versauen. Muss noch wer tanken? No. Da sind welche. Hinter der Tanke. Dann tanken wir nicht. Ja, ich würde jetzt nur ungern mit einer Heda draufhalten. Mach's trotzdem. Baby, aber ich will nicht der Repair-Truck aufgebracht wird. Ausgestiegen, werf eine Granate. Oh, die kam sehr gut. Granate. Aber noch ein paar Files. Hat jetzt lange genug gedauert. Eigentlich könnte ich jetzt auf den Palat wechseln. Ja. Auf Salat? Palat. Unterlaufgranatwerfer. Ja, Salat. Freshman, brauchst du noch ein ZVN-64? Sehr gerne. Ich bin übrigens tot. Entschuldigung, kann ich. Das können wir ändern. Bekommen. Wenn wir dich finden. Ne, ich sitze hier als Schütze im SPG. Achso. Pass auf, der schießt immer noch. Ja, wenn ich das möchte. Passiert zum Glück nicht von alleine. Ich hab dir das Visier ins Jetzt kommt doch noch die Polizei. Feindberührung mit. Oh nein. Hinter uns. 77. Mann. Wir haben keine Papiere. No. Immer falsch. Normalerweise würde ich sagen, guck hinter der Sonnenblende nach, aber wir haben nicht mal ein Dach. Wo bist du, Scruffy? Bei der Scheune. Südöstlich von euch in Richtung von dem Wrack. Da, wo es qualmt, ja. Okay. Ja, ich hab den SPG, ich sehe ihn. Der steht nördlich von mir. Von hier klappen. Wo ist mein Kadaver? Ich hab Scruffy den mitgenommen, wenn der noch im Auto war. Nee, leider nicht. SPG ausgeschaltet. Dann liegt der irgendwo vielleicht bei der Tanke. Vielleicht ist er da rausgefallen. Moment, wo ist die Tanke? Nordwestlich von euch. Da hinten. Hier kann man sie sehen, wenn man darüber guckt. Ah, also doch. Okay. War nur gerade irritiert, dass wir hier so weit im Süden sind. Ja, ich bin halt erstmal hier auf dem Camp. Dann. Direkt voraus. Können wir das angreifen? Ja, sollten wir. Oh, nicht. Wir haben auch ein SPG. War das ein SPG oder war das einfach der Stein, der da lag? Nee, das sieht nach SPG aus. Also ich habe nichts zwischengehört.
Ich habe aber das Feuer gesehen, ich habe die große Wolke gesehen. Ich werde mal versuchen, das Ding zu bekämpfen. 600 sollte... Ja, ich guck mal. Das Ding fällt ziemlich stark. Das tatsächlich nicht. Da bewegt sich was. Hinter uns. Steffi liegt vorm Fahrzeug, da kommst du am ehesten dran. Die ist, ja. Moment, das war jetzt nicht gut. Nö. Oh. Schieß, Freshman. Du kannst doch auch warten, bis die Nachexplosion kommt, oder? Kam sie ja. Hat's perfekt getimed für die Nachexplosion. So. Ja, naja. Ja, ne? Ja, ne? Immerhin hatte ich einen bestätigten Abschuss eines Telegrafenmastes.